zwei Dinge überraschen mich immer wieder in unseren Forschungsergebnissen. Das ist auf der einen Seite das Wissen, aber auch die ganz fundamentalen Kompetenzen, die bereits Schülerinnen und Schüler mitbringen, die ihnen prinzipiell dabei sehr gut weiterhelfen könnten, mit den Internetinformationen in sehr, sehr kompetenter Art und Weise umzugehen. Und auf der anderen Seite die häufige Missachtung dieses Wissens, dieser Kompetenzen beim spontanen Recherchieren im Internet. Ein konkretes Beispiel: Bereits Schülerinnen und Schüler wissen, dass Informationen im Internet keiner flächendeckenden editorialen Qualitätskontrolle unterliegen. Das aber nehmen sie noch lange nicht zum Anlass, um beim Lesen letztlich kritisch zu überprüfen, ob die Informationen, die sie dort vorfinden, wahr sind oder möglicherweise einer intentionalen Verzerrung unterliegen. Man kann Schülerinnen und Schüler aber sehr gut darin unterstützen, diese Kompetenzen, dieses Wissen, was sie prinzipiell haben, in konkreten Anwendungssituationen dann auch einfließen zu lassen. Ein konkretes Beispiel aus unserer Forschung basiert auf einem selbstentwickelten Computertool. Dieses Computertool ermöglicht unseren Leserinnen und Lesern Informationen, die sie im Internet gefunden haben, dort per Copy und Paste einzufügen. Und die Unterstützungsmaßnahme besteht nun darin, dass bei jedem Vorgang des Einfügens von Informationen die Probanden aufgefordert werden, anzugeben, ob die Informationen konsistent sind mit Informationen, die sie bisher gelesen haben, oder ob sie denen direkt widersprechen. Und bereits diese kleine Unterstützungsmaßnahme zeigt ganz wertvolle Erfolge im Hinblick auf die Erkennung und die Erinnerungsleistung für konfligierende Informationen. Eine solche Fähigkeit, die man braucht, um im Internet über Wissenschaft zu recherchieren und die uns doch sehr überrascht hat, ist etwas, das wir als Zuständigkeitsfähigkeit bezeichnen. Nehmen Sie das Beispiel Klimawandel. Wenn Sie als Laie zum Thema Klimawandel sich im Internet informieren wollen, kommen Sie schnell an die Frage, welche Fachdisziplin eigentlich für dieses Thema zuständig ist. Sind es Meteorologen? Sind es Physiker? Sind es Mathematiker? Ganz unterschiedliche Fachgebiete haben etwas mit diesem Thema zu tun. Und die Frage ist, wie kann man, wenn man selbst eine Frage hat, weil man etwas zu einem Thema noch nicht weiß, eigentlich wissen, wer darüber etwas wissen könnte. Und es scheint so zu sein, dass von Kindesbeinen an sich die Fähigkeit entwickelt, intuitiv zu spüren, welche Frage durch welche Art von Fachleuten auch beantwortet wird. Es scheint eine erstaunliche Fähigkeit zu geben, abzuschätzen, wer etwas zu einer Frage wissen könnte, auch wenn man selbst zu dieser Frage über wenig Wissen und Verständnis verfügt.